Hallo zusammen, heute wieder mal ein Video Gedanken machen. Und zwar geht es heute um Coaching, um dieses Live-Coaching. Das Geschäft mit der Hoffnung, würde ich sagen, um uns selbst zu optimieren. Ich habe mir dazu einige Sendungen angeschaut im Öffentlich-Rechtlichen und habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Also diese Psychotricks, mit denen da so gearbeitet wird. Wow, bin ich heute gut drauf. Ich bin von Kopf bis Fuß motiviert. Ich bin die reinste Energiebombe. Ich bin voll gepumpt mit Vitaminen. Ich habe Sport gemacht. Ich habe gesund gegessen. Meine mentale Gesundheit ist einfach auf einem Höhenflug. Wer wünscht sich das nicht? Klar fühlen wir uns nicht so. Angesichts der Weltenlage, angesichts unserer eigenen Probleme, arbeiten muss man ja auch noch, Geld verdienen, alles Mögliche stürmt auf uns ein und überall wird uns suggeriert, auf was man alles achten sollte. Und natürlich, also ich erzähle euch ja auch oft in den Videos, was man so ein bisschen optimieren kann, aber was mir so Sorgen macht, ist dieser Boom, der in den 90er Jahren nach Deutschland kam mit diesem Live-Coaching, ja, also mit diesen Massenveranstaltungen. Und das ist so ein Boom, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man sich damit nicht beschäftigt, wie viele Menschen daran glauben, sie müssen sich nur richtig coachen lassen und dann führen sie ein sinnerfülltes, glückliches Leben, haben unfassbar viel Geld, sind beliebt und sind einfach nur glücklich. Das ist ein Wunsch eines jeden. Also jeder Mensch möchte natürlich glücklich sein, unbeschwert sein. Und es ist auch nicht ganz einfach, angesichts dieser ganzen Informationen, die auf uns so einprasseln, diese Suggestion auch. Also man wird ja auch manipuliert und automatisch fängt man an, sein eigenes Leben zu vergleichen mit dem der anderen, was uns so vorgelebt wird, gerade auf Social Media. Das ist ja alles perfekt. Dann denkst du, meine Güte, nochmal, das möchte ich auch. Und es wird natürlich Hilfe angeboten. Sofortige Hilfe. Warum auf einen Therapieplatz warten? Ich meine, Therapieplätze sind, also die sind eigentlich ausgebucht, laut Recherche, muss man wohl 140 Tage warten, ungefähr circa, plus minus, um einen Therapieplatz zu bekommen. Wenn man, über sein Leben reden möchte und vielleicht Hilfe sucht, was macht man nun als verzweifelte Person? Man schaut im Internet. Es gibt dort genug Highlands, es gibt genug Speaker, es gibt genug Sendungen oder Menschen, die dich an die Hand nehmen und dir zeigen und sagen, wie du dein Leben in den Griff bekommst. Man muss nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen und da ist es nämlich, da ist das Geschäft mit der Hoffnung. Und wisst ihr, was das Irre ist? Die Suchergebnisse laut Google für Life-Coaches oder für Life-Coaching ist so angestiegen, also 50% mehr als noch vor 5 Jahren. Also das ist enorm. Also die Menschen sind natürlich bereit, etwas für sich zu tun. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist doch Vorsicht geboten, wem man sich anvertraut und vor allem, wenn das sehr viel Geld kostet. Also es gibt natürlich auch sehr viele seriöse Coaching-Agenturen, Life-Coaches, die nehmen wohl eine Stunde zwischen 100 und 200 Euro. Worüber ich aber erstaunt war, dass es richtige Massenveranstaltungen gibt, in denen die Menschen, die können da nicht einfach so hingehen, die müssen sehr viel Geld für solche Seminare investieren. Und dann folgt natürlich ein Aufbaukurs und so weiter. Das geht so weit, dass sie dann selbst als Coaches arbeiten können, weil dieser Begriff Life-Coach ist nicht geschützt. Das kann also jeder machen. Du machst irgendeinen Kurs, besuchst ein Seminar, kriegst vielleicht ein Zertifikat und kannst dich dann selber auf den Markt schmeißen als Life-Coach. Und dann kannst du natürlich Menschen dabei helfen,
letztendlich ist man ja ein Wegbereiter. Gehen muss man den Weg immer selbst. Ich finde das alles in Ordnung. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Wenn man sich mit seiner mentalen Gesundheit beschäftigt, wenn man sich mit seinen Problemen beschäftigt, wenn man die in die Hand nimmt, wenn man aufsteht und weitergeht, wenn man jetzt nicht liegen bleibt, wenn man einfach nicht aufgibt. Aber es gibt doch bestimmt noch andere Möglichkeiten, als sich so in die Masse zu schmeißen. Das ist natürlich ein Kollektiverlebnis, ja? Und dann denkt man sich, mein Gott, und da geht's richtig ab. Ne? Da geht es richtig ab. Wenn man sich das anschaut, dann denkt man als Außenstehender, mein Gott, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist eine richtige Hysterie, die da ausbricht und reißt die Menschen mit. Und das kann ja auch positiv sein. Ja? Es geht um die Kohle. Es ist das Geschäft mit der Hoffnung. Die Hoffnung, dass es dir nach so einer Veranstaltung besser geht. Wenn du solche Seminare besuchst, dass es dir besser geht. Weil du bist ja nicht alleine. Da sind ja tausende andere. Und wenn das viele machen, der Mensch ist ja nun mal ein Herdentier, ja, da muss doch irgendwas Wahres, was Gutes dran sein. Natürlich möchten wir gerne die beste Version unseres Selbst, unserer eigenen Person zeigen. Natürlich möchten wir unsere Träume verwirklichen. Ja? Aber ich sehe immer eine große Gefahr darin, wenn das in so einem Massending endet und wenn man dafür sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Ja? Manche schaffen es nicht alleine, die brauchen Hilfe. Deshalb gibt es ja Therapeuten, deshalb gibt es auch Coaches. Aber es gibt eben auch viele so Trittbrettfahrer, Hochstapler, Scharlatane, die genau das ausnutzen, die Verzweiflung der Menschen. Die glauben, naja, ich muss jetzt einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann noch ein bisschen, noch einen Aufbaukurs und dann wird das schon. Und dann bin ich ein glücklicher Mensch und dann habe ich Geld und dann werde ich geliebt und dann ist alles in Ordnung. Die Versprechungen sind groß und die Sehnsucht ist groß. Oft größer als die Realität. Und das ist die Gefahr. Die Sehnsucht ist groß, größer als der Realismus. Deshalb macht man das. Deshalb haben solche Veranstaltungen so einen irrsinnigen Erfolg. Wisst ihr, wenn die Emotion über die Vernunft siegt? Deshalb ist es so wichtig, dass man, wenn man so ein Problem hat oder wenn man etwas verändern möchte, dass man mit anderen Menschen redet und sich jetzt nicht nur virtuell verführen lässt, indem man einfach sagt, gut, das machen jetzt so viele, das machen Tausende, ich mache das jetzt auch. Gut, natürlich kann man das machen, man kann das alles machen, aber es birgt die Gefahr und ganz wichtig ist, sich vorher zu informieren, wenn man so einen Schritt gehen möchte. Wir sind freie Menschen, wir können alle Schritte gehen, die wir wollen. Aber darüber habe ich mir doch jetzt ernsthafte Gedanken gemacht, schon seit Tagen. Und dachte mir, ich möchte das ganz gerne mit meiner Community teilen. Da ihr auch immer sehr interessiert seid. Und wie gesagt, wir ja von morgens bis abends auch beeinflusst werden. Und oft vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. In diesem Sinne, ich denke mir, wenn man sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um sich zu heilen und darauf wartet, dass dann Wunder geschieht, ich glaube, dass das nicht der Realität entspricht. Ich kann nur sagen, es ist meine Meinung. Wunder gibt es ja immer wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz fabelhaften Tag. Passt bitte gut auf euch auf. Seid besonders gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.